Hallo? Hoi. Schlaft ihr? Seid ihr alle gut gelaunt da draußen? Ja. bevor wir dann... also erstmal hallo zusammen, oder? Hallo. We are back on the track, oder? Freut mich, Ardiana. Hoi. Jetzt darfst du gerne mal dich erklären, warum zum Teufel das Ganze so lange gedauert hat, bis wir dann wieder so einen Podcast drehen zusammen. Also Samer. Also, ist mit oben. Ist mit oben im Fall. Meine Follower sind ja auch meine Samer. Mm. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel zu tun gehabt und immer noch. Ihr wisst, ich habe das Swiss Influencer Award gewonnen und seit dort. Boom. Wow. Und nein, ich hatte nur viel zu tun gehabt. Juna war verdammt mühsam gewesen, die paar Tage oder Wochen, sage ich mal. Mm. Sie ist gerade am Zahnen und es war mega anstrengend gewesen. Und ja, ich war psychisch sehr belastet gewesen und dementsprechend hatte ich keine Zeit gehabt. Und heute ist Sonntag, wenn es also wo wir es drehen, und morgen ist Montag. Und ja, wir haben es jetzt geschafft, um 11:30 Uhr noch den Podcast drehen für euch. Hey, nach dem Flohmarkt. Ja. Nach dem Flohmi. Also, ich bin gespürtet. Es ist 11:17 Uhr. Leute haben dort uns sogar angesprochen. Darf ich schon mit dem Kaugummi wegrühren? Ja, bitte rühren weg. Hey, du bist so im Grüssel. Im Grüssel. Und wir sind da. Wir sind da zusammen und drehen den Podcast für die Leute. Es haben uns sehr viel angesprochen. Heute. Ja, Mann. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Schon, gell? Ja. Schon, gell? Okay. Und wir haben auch ein paar Kommentare auch bekommen zusammen, wo, also auf Spotify vor allem, wo Leute gesagt haben, bitte nächstes Mal, weil letztes Mal war es ja auch so spontan gewesen, wo wir so einen gedreht haben, auch ohne Themen, ohne nichts. Mhm. Und die haben dort kommentiert, sie so, bitte nächstes Mal aber ein bisschen strukturierter mit Thema und so. Okay. Mm. Ah. Es ist nicht so gut angekommen, dass wir kein Thema hatten. Wobei ich muss sagen, unsere Podcasts sind ja sowieso so ein bisschen Flow. So ein bisschen, ja, es ist ja einfach random, also oder? Wir haben sowieso nicht so ein fixes Thema. Wir haben schon so einen Leitfaden, finde ich schon cool. So ein bisschen Leitfaden haben. Aber so ein Thema. Ja, aber das so, ist schon langweilig. Ich auch nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Podcasts gehabt, wo es irgendwie um, keine Ahnung, Politik geht oder weiss. Nein, will ich nicht hören. Einfach mal nicht machen. Wenn dort irgendwie steht, es geht um Fußball, dann bin ich der Erste, der nicht reinlässt, oder? Oder? Eben, Strategy. Es muss eine Strategy haben, oder? Strategy, ja. Okay, aber wir haben aber gleich heute eine Strategy gemacht, natürlich. Also, wir haben gleich eine Strategy gehabt. Und zwar, die Strategy war, dass wir uns, logisch, wir immer wieder ein bisschen wegspulen, aber dass wir mal erzählen, weil wir haben, glaube ich, recht viele peinliche Erlebnisse gehabt. Ja, wir haben uns entschieden, einfach ein bisschen einen lustigeren Podcast zu machen. Wieder. Heute geht es mal um etwas Lustiges, wo wir ein bisschen unsere peinlichsten Momente mal aufzählen und Storys erzählen. Und jetzt ist nur noch die Frage, sehen wir, wer startet? Ja, ich habe gerade nichts im Kopf. Ja, also, das war richtig geplant. Also sorry, wir haben jetzt gerade geplant, dass wir die peinlichsten Momente haben. Ja, aber ich war bis jetzt am Studieren. Ich bin einfach nicht peinlich. Also du bist definitiv peinlich, aber sowas von. Nein, mehr ist die Frage so ein bisschen so Dating und Familientreffen, die ersten. Weißt du, so ein bisschen, wie ist das? Komisch, cringe. Ich meine, ich hab deine Eltern immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, wie ich deine Eltern Hoi sage. In dem Sinn, nicht Hoi. Ich habe immer noch keinen Namen für deine Eltern. Weißt du, bei uns in die Albaner, die sagen immer wieder, du sagst ihnen, zum Beispiel du, meine Eltern, Mami, Babi. Oder halt, keine Ahnung, andere Namen, so Koselnamen. Ja, also aber als Mann ja, in einer Frauenfamilie musst du ja meiner Mutter nicht Mom sagen. Nein, logisch nicht. Aber ich meine zum Beispiel Bazi. Zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Und ich habe einfach nie. Boah, wie du das sagst. Und ich weiß einfach nichts. Ich weiß einfach nicht, wie ich deine Eltern so sage. Du kannst ihn einfach beim Namen sagen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen nicht respektvoll. Irgendwie.
Also... So, ich sage dir, hallo, Lucie. Ich sage deiner Mutter auch ganz normal mit dem Namen. Also, nein, hast du noch nie. Ich tue weißt, mega ich das vermeiden, Leute. Weil wir haben auch noch nicht so bestimmt, oder ich habe es für mich bestimmt, aber noch nicht bestimmt so, ja, ich sage dir jetzt Papi oder Mami oder Nani oder keine Ahnung wie. Ich sage ja, zusammen. Und das ist super schwierig. Ab und zu brauche ich ihn. Er schaut mich gerade nicht an. Und du suchst so richtig den Augen. Ey, Schau mich an. Kann man sie nicht gut bringen? Checkst so, kannst du mir das noch erinnern? Das struggle habe ich auch mit deiner Mutter. Immer muss ich so, Leute, manchmal muss ich sie rufen oder rufe ich sie oder muss sie rufen. Und dann laufe ich bis zu ihr an zu mir und sage, hey, wann bla bla bla. Das ist schon komisch, nicht? Ja. Es würde mich wirklich interessieren, ob die Leute draussen, ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die das Problem haben. Ja, es ist einfach cringe, weil du sagst am Anfang den Namen oder hast lange nichts gesagt, nachher sagst du einfach plötzlich, also ich habe zum Beispiel, ich habe ein paar Kolleginnen, die ich einfach nicht zusammen kann sagen oder einfach nicht, bei einer kann ich zum Beispiel sagen, hey Schatz, wie geht's? Aber ich könnte es bei meiner besten Kollegin nie sagen. Es würde nicht aus meinem Mund rauskommen. Wegen Schatz? Ja, zum Beispiel einfach. Weil es einfach nicht passt. Oder keine Ahnung. Einfach der Vibe stimmt nicht. Oder weiss ich auch nicht was. Ja. Und bei deinen Eltern stimmt der Vibe und so. Das ist ja klar. Aber es war wie nicht von Anfang an gewesen. Darum ist es so cringe, wenn ich jetzt einfach ja, Mom oder Bob sage. Cringe. Und zweitens, es ist nicht respektvoll. Weißt du, es ist so ein bisschen respektlos, wenn du sie irgendwie mit dem Namen ansprichst. Ja, aber ich finde ja, es also, geht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn du deiner Schwiegermutter zum Beispiel Mom sagst, aber es gibt Frauen, die ihre Schwiegermutter zum Tod hassen, aber Mom sagen, weißt du, voll keine Bedeutung, dann sage ich, liebe deine Mutter, ich liebe sie über alles, aber sage ihr einfach ihren Namen, weißt du? Keine Ahnung. Ich habe schon mal mit deiner Mutter darüber geredet. Sie hat mir zwar gesagt, so, sag mir einfach Lindita, aber ich schaffe es trotzdem nicht zu sagen. Okay, weil ich auch krass. Irgendwie respektlos finde. Aber irgendwie ist es auch normal. Keine Ahnung. Ja, wie sagt ihr euren Schwiegereltern zum Beispiel? Schwierig, gell? Schwierig zu sagen. Habt ihr auch schon einen Kosenamen für dich herausgefunden? Oder wie habt ihr das angesprochen? Ja, das ist so ein Cringe-Moment. Aber ich muss sagen, ich glaube, das Einfachste, was jetzt uns passieren könnte, ist, so sie nennen, wie Juna sie nennt. Wie zum Beispiel? Also ja, Nan. Ja, also ich nenne ja meine Mutter Mom. Ja, fix. Und deine Mutter würde ich Nan nennen, aber es ist gleich mal ein cringe. Jimmy, einfach anfangen. Ja, eben, das ist mega cringe. Das ist mega cringe. So, warte, würdest du meinem Vater auch plötzlich Bob sagen? Und was ich eigentlich dir habe wollen, eben, wie gesagt, ich habe auf das hinaus gehen. Ich weiss einfach nicht mehr, wie ich deine... Also deine Mutter weiss ich, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das war auf dem Parkplatz. Ja. Voll die Judgerin gewesen, Mann. Also sie hat mich ja dort wie zurecht weisen. Nein, ich mal meinen Slang auspacken. Ja, aber sie hat dir auch einen linken Haken gegeben, Mann. Ja, aber ich habe ihr einen rechten gegeben. Sie ist so hätte die alle. Sie ist gelegen wie der Gigi gestern. Sie ist so ein Gamsen. Man schickt einem, man muss schauen. Ja, logisch, hat sie gesagt. Aber ich habe anders, ich habe dann auch gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe ja gesagt, ich so, schau, ich verbringe jetzt gerade 1,5 Jahre mit ihr und ich kämpfe und kämpfe, dass ich sie endlich mal habe und euch habe. Hast du wirklich das Gefühl, mein Leben ist mir so unwichtig, 1,5 Jahre für jemanden kämpfen. Und sie so, was hast du gesagt? Und ich so, was? Und sie so, komm da an, hat sie und gesagt. Nein, sie wollte mir einen Ellbogen. Das ist nicht davon. Nein, und ich habe gerade wollen, auf das hinaus, ich weiß auch nicht mehr, wie ich deinen Vater zum ersten Mal gesehen habe. Mein Vater? Sicher, nach Dubai, Kollege. Weißt du, wo er einfach gesagt hat, ich komme mal ab. Hallo, ja, stimmt. Ey, hallo, wir haben das vergessen. Das ist aber ein super Thema. Das war richtig peinlich für mich, Mann. Leute, wisst ihr, wie mein Vater den Krenner zum ersten Mal gesehen hat? Also, ihr wisst ja, meine Eltern sind am Anfang, sie haben nichts gegen unsere Beziehung gehabt, sie sind einfach so mehr so Hulk, ja. Also so, was der Rest halt darüber denkt. Und mein Vater ist so eher so, ja, ein bisschen enttäuscht gewesen, sagen wir mal so. Und es ist, im Oktober habe ich es meinen Eltern gesagt, im April haben wir auf Dubai. Und sie haben dich bis dort immer noch nicht gesehen, gell? Meine also Mutter schon, Mutter, ja, aber mein Vater nicht. Nein. Also das heisst, Oktober bis April hat mein Vater gewusst, ich bete jemanden, aber er hat nicht gewusst, wer er ist, Er ist schon mit der Wanne gekommen.
Wann ich ja noch dabei gewesen? Und er ist auch mitgegangen. Nein, wann ich nicht dabei gewesen? Nein. Doch, Sam, wie sie hat nachher dort angefangen zu brüllen. Und du ja auch. Ja, auf, ja, Spoiler alles. Ah, sorry. Also, er ist mit der Wanni gekommen. Habe ich meine Mutter so random gefragt. Leute, so random. Ich so, komm, ich frage sie jetzt einfach so, Mom, ich sollte einfach mit dem Trainer. Nein, ich sollte einfach auf Dubai gehen. Sie so, mit wem? Ich so, mit dem Kreno. Mit dem grössten Geilen. So, mit dem grössten P9. Also, ich so, mit dem Kreno. Und sie so, eine Chick. Ich so, was? Ich habe gar nicht mit dem erwartet. Also die Antwort habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, sie sagt, eh, nein, weißt du, ich habe einfach random gefragt. Und nachher, sie so, eine Chick, weißt du, gar nicht. Und ich so, hä? Sie lässt mich jetzt gerade mit dem Trainer in die Ferien, mein Vater hat ihn gar noch nicht kennengelernt. Wie geht das? Ja, auf jeden Fall sind wir dann auf Dubai, haben wir es eigentlich noch mega schön gehabt. Das erste Ferien gewesen. Ja, es war mega schön gewesen. Und nachher, ich so, hey, gehst du bei mir mal von dem Flughafen? Also, wer komme ich vom Flughafen abholen? Nachher schreibt einfach mein Vater. Ohne. Ja, aber er ist mit der Vani gekommen. Ja, aber trotzdem. Nein, Vani hat gesagt, zuerst ich. Nein, Vani so, ich, Papi will dich unbedingt holen. Ich so, Vani, bitte komm mit, wie cringe, Mann. Weißt du, erste Treffen einfach echt, im Auto. Das ist echt verdammt. Und einfach so nach der Ferien. Er ist vorne geguckt, ich hinten mit dir. Nein, ey, sag mal, du bist vorne geguckt, Mann. Nein. Sicher. Ich bin nicht vorne geguckt, Samer. Er ist vorne. Ja, sicher, Samer. Ich treffe deinen Vater zum ersten Mal. Er hat 3 Köpfe grösser als ich. Und ich habe vorne. Ja, aber Wein ist gefahren. Ja. Ah ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich so, was? Ich so zu der Wein, wieso will er uns holen? Das ist so komisch gefunden. Eben, auf jeden Fall müssen wir im Auto sein. Nein, warte, jetzt, ich bin ja noch nicht fertig mit der Geschichte. Aber darf ich nicht auch ein bisschen reden? Nein, du darfst immer so eins überspringen. Also warte schnell. Ich sag dir, du sagst gerade vorher, ich weiss nicht, über was reden. Ja, und jetzt klaust du meine Story. Ja, du hast ja mal gewusst, wie du meinen Vater kennengelernt hast. Ich hatte dich ja, aber ich habe dich in dem nicht angeleitet zusammen. Ja, komm, erzähl, komm, ja, erzähl. Ja, nichts, ich kann euch nur ein paar Details ja, erzählen. Ja, erzähl weiter, komm. Hey, du bist so... Erzähl weiter. Nachher sind wir nach 20 Minuten schon fertig. Ja, es ist schon 12 Minuten rum. Eben, ja, nachher... Ich war mega emotional geschockt, weil ich so, oh mein Gott, mein Vater will den Kreiner kennenlernen. Das heisst, es wird ernst. Das heisst, ich muss noch Schluss machen. Und dann war ich so, Alter, weißt du, es war wirklich ein mega schönes Gefühl, aber irgendwie hatte ich auch mega Angst gehabt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es war cringe gewesen, Mann. In dem Sinn, ja, dass es so... Hallo? Es ist, weil es am Flughafen war. Ich ja, habe mich fast eingegangen gefühlt. Es ist, boah, es ist so eine schöne Nachricht. Es ist schon schön. Sam, du weißt, wie lange wir kämpfen. Es ist schön. Von Oktober bis Ende. Nein, du bist frech. Er ist frech. Sam, es ist wirklich wunderschön. Ich schwöre. Jetzt im Nachhinein ja. Aber in dem Moment ist es für mich so. Ja, es war auch ein cringe, als ich deinen Vater kennengelernt habe. Wie findest du? Cringe? Ja. Ja, logisch ist es cringe. Nein, es ist schön. Mann, ich habe es schön gefunden, deinen Vater kennenzulernen. Wie war es denn? Aber erzähl weiter, komm. Nein, er ist mich nicht. Von Malediven geholt. Erzähl zusammen, weißt du, nicht, dass wir jetzt einen Absprung machen. Aber das, die Geschichte ist ja voll schön, ich kann mir ja ganz easy erzählen. Erzähl. Was hast du für Stress? Nein, ich meine den anderen, jetzt den Teil. Eben ja, nachher ist mein Vater dort angekommen, Leute, ich habe mich kaputt gebrüllt. Ich habe mich, eben, wie gesagt, mega emotional gefreut und eben geschockt. Und einfach mein Vater auch gebrüllt. Herzig. Er war, glaube ich, auch emotional gewesen. Und ja, und der Kreiner findet es cringe. Was soll er... Samer, ich bin was soll ich noch mehr dazu cringe sagen? Cringe in dem Sinn. Cringe ist ja nicht etwas, wo du sagst so, so cringe. Ja, ja. Sondern ich meine mehr... Ja, was ist cringe? Nein, so mehr... Mal Spaß, aber es ist alles nur so lustige Ebene. Ja, aber auf jeden Fall, der Vater hat ja auch gebrüllt. Er hat natürlich ist natürlich auch nervös gewesen, wenn ein krasses hier kennenlernen. Ist ja normal. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen... Gut, hast du es eigentlich hervorgerufen, diese Story. Das ist wirklich crazy gewesen. Ja, und nachher, ab dem Moment ist nachher eigentlich
normal gewesen. Ja, cool. Da haben wir uns immer wieder getroffen und er hat dann gesehen, was für ein geiler Sieg du bist. Ja, und dann hat er gesagt, ja, Mol, das ist ein guter Typ, mit dem darfst du zusammen sein. Ja. Krass. Obwohl ich krass mit ihm zusammen in Dubai war. Also die Logik kennt kein Mensch. Weißt du, wie komisch. Ja. Love Island in Dubai. Ja, weil eigentlich ist so ein bisschen jeder Schippenvater, bevor du mit dem in die Ferien gehst, lerne ich zuerst mal kennen. Aber mein Vater ist auch so. Mal. Verlobst dich. Ja. Ja, aber es war wirklich schön gewesen. Und jetzt fällt mir über gerade das ein, was, wieso du das gesagt hast. Aber ich glaube, meine Mutter hast du doch zum ersten Mal gesehen in ihrem Geschäft. Ja, in Dosenbach. Und dort ist ja auch dir etwas richtig Peinliches passiert. Dort hast du ja keine Wimpern gehabt. Ja, also es ist einfach, ja, es ist verdammt peinlich gewesen. Und du hast die Wimpern angeklebt gehabt und irgendwie hast du es falsch angeklebt, ja, oder hast du... Ja, alle Frauen, nur schnell, wenn, wir kennen es ja, wenn man so die Wimpern auf den Lid klebt, dann kommt das Lid so wie immer mit. Weißt du, ja, das Ding? Genau. Und dann sieht es so aus, als hätte ich so ein komisches... Also sie hat immer blinzeln, ich habe es natürlich nicht gecheckt, dass sie das drauf geklebt hat, aber ich habe es auch nicht mal ab... Also, sie, ja, schau mir lieber nicht in die Augen, schau mir auf die Brüste. Und nachher immer, logisch, und auf den Ass. Weißt du, Tag und nachher immer wieder so, es hat so ausgesehen, als wärst du so, immer ja, verklebt, ja, auch verklebt. Und meine Mutter hat natürlich dich ganz genau beobachtet, weil sie zum ersten Mal, ja, sie ist auch eine Frau, sie checkt das auch. Und nein, sie hat ja nicht gecheckt, dass du sie angeklebt hast, sondern sie hat mir nachher im Nachhinein, nachher, sie so, hey, sie ist mega hübsch, sie ist wunderschön, mega herzig. Aber etwas wollte ich dich fragen. Ich so, was? Sie so, hat sie irgendetwas mit den Augen? Ich so, wie meinst du? Sie hat ein Glas. Sie so, ja, ich weiß nicht. Frag sie mal. Ich glaube, ihre Augen sind nicht gut. Oder sie ist irgendwie so in dem Sinn, so, du hast eine Einschränkung. So, weißt so, du? Bist eine Frau, nicht... Mann. Was hast du mit meiner Frau? Kollege, ist dein Auge kaputt oder ich, was? Ich so, sorry, aber bist du. Bist du. Bing. Nein, nachher, es ist so, ja, Frank, sie ist so die ganze Zeit so verklebt und so. Und nein, ich habe nach einer Woche, zwei, habe ich dich ja darauf angesprochen, beziehungsweise du hast mir ja gesagt, du hast keine Wimpern mehr gehabt. Ja, Leute, ich habe meine Wimpern gesagt, das rausgerissen und habe einfach keine Wimpern mehr gehabt. Sie hat einfach keine Wimpern mehr drauf gehabt und hast eben Wimpern drauf geklebt. Und nach zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten, keine Ahnung, sind ja die wieder nachgewachsen, keine Ahnung. Und dort hast du mir ja gesagt, ja, dort habe ich es nicht, dass ich keine Wimpern hatte. Und ich so, aha, weißt du? Ich so, dort und dort hast du die Wimpern angeklebt. Du so, ja. Ich so, Alter, man, deine Wimpern haben die ganze Zeit geklebt und so. Und meine Mutter hat es gesehen und sie hat gedacht, du hast irgendetwas mit deinen Augen. Und ich weiss noch, an dem Tag sagst du mir so, was hast du da? Du bist da voll weiss. Ja, ich voll mit Wimpern. Früher war er noch richtig weiss gewesen. Das habe ich auch noch gesagt. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das Treffen mit deiner Mutter im Ding war schon cringe gewesen. Ist cringe gewesen, oder, für dich? Für ihn nicht, Mann. Zusammen. Nimm es zurück. Ich nehme es ja zurück. Es ist eine falsche Wortwahl. Ich bin Valentina gerade. Nimm es zurück. Was? What? Ich kann gerade sie wollen nachmachen, aber es ist mir wie kein Satz in den Kopf. Die ist so behindert. Man, was beschuldigst du mich jetzt wieder? Leute, ach, bist du krank? Bist du krank? Die Valentina ist... Alter, Leute, by the way, ich schaue im Fall auch Trash. Ja, wir schauen beide zusammen ist Trash. Lustig, ist das Leute eine peinliche Geschichte von uns? Dass wir Trash schauen? Nein, man, das ist richtig lustig. Das ist verdammt lustig. Genau, und nachdem hast du nachher... Nachher habe ich deinen Vater kennengelernt, aber... Wie hast du meinen Vater kennengelernt? Ich weiss die Sache nicht mehr, Mann. Deinen Vater habe ich in der Stube kennengelernt. Stubenseite. Also Stube dort in der Adelangstrasse, oder? Ja. Also. Nein, deinen Vater habe ich an meinem Geburtstag kennengelernt. Oder an deinem Geburtstag. Was? Nein, deinen Vater habe ich kennengelernt, wir sind mit ihm gegessen. Weißt du, bei dem Schippi? Welchen? Wo der Lion Shisha war. Es hat doch so ein Shippie gekommen. Ach, oh Mann, du gehörst. Ah, oh, ja, ich weiß wo, ich weiß wo. Dort habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ja, okay, okay. Im Resti. Das ist doch geil. Ja, das ist eine ganz normale Begegnung in dem Fall. Ja, das war schön. Ganz normale erste Begegnung. Und wie auch sage ich, also die Schwester vom Trainer, habe ich...
Beim Bar ist es sie gelassen? Nein, ist dort habe ich in dem... Ja, es ist echt unwichtig, aber es ist ein Ding in dem Billard-Rest. Ah ja, stimmt. In dem ja. Billard Bar. Stimmt, in ja, genau, Walliselle. Ja, ich weiss wo. Stimmt, stimmt. Und ja, aber auf jeden Fall so peinliche Storys von uns sind... Ja, ich habe noch eine eigentlich von dir und eigentlich habe ich noch eine von mir, aber ist jetzt weniger mit der Beziehung, sondern einfach so eine lustige Story gewesen. Aber von dir habe ich noch eine zusammen und zwar, wo wir essen probieren sind mit unseren Eltern. Wegen der Verlobung sind wir auch Proben essen. Und dort haben wir ja das Menü angeschaut. Also musst du dir vorstellen, wir sind jetzt da dort das vierte raus. Nein, das sechste raus. Meine Eltern. Meine Eltern, deine Eltern. Wolltest du erzählen? Komm, erzähl du. Wie das Leute, ist dir passiert. Das ist wirklich so peinlich. Das ist richtig peinlich. Also es geht um einen Böck von mir. Böcke sind doch peinlich. Also nicht jeder kann mit dem umgehen. Mit dem Böck? Ja. Vor allem, wenn es so ein ist von dir. Aber ja, erzähl. Leute, Mann, so behindert. Also wir waren das Menü am Anschauen und ich war die das Menükarte in der Hand hatte. Genau, aber auch das. Wieso haben wir nur eine Menükarte bekommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war so ganz am Rand und alle haben zu mir geschaut, weil ich das Menü ausgesucht habe, von der Verlobung zu essen. Und nachher habe ich so einen Flatterbögen in der Nase gehabt. Kennt ihr den, wo, wenn ihr einatmet und ausatmet, immer sich so bewegt? So. Das tut manchmal schon gut. Du weißt genau, wenn er sich wieder aufklappt und zuklappt. Auf jeden Fall hatte ich so einen in der Nase. Und als ich das Menü angeschaut habe, musste ich irgendwie müssen lachen. Und kennt ihr das Lachen, das so aus der Nase kommt? So der. Nein, weiß ich nicht. Der ist wahnsinnig gefährlich, ja. Der ist verdammt gefährlich. Und ich hatte einen Platterböck in der Nase und habe nachher so gelacht. Ich habe nie. Nachher, und ich hatte die Karte in der Hand und alle haben mich angeschaut. Es ist ja nicht nur, dass du die Karte in der Hand hast, sondern du hast so auf etwas zeigen. Ja, sogar. Ich habe so gesagt, Tamar im Schau, weißt du, nehmen wir das. Und alle mich am Anschauen und auf die Karte, weißt du? Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, der Kellner war auch noch da, der Caravan, oder wie hat er geheißen? Ist auch noch da gewesen. Nein, stimmt nicht. Nein, er war nicht da, aber er war schon da, aber nicht auf jeden dort. Fall hat es noch andere Leute. Und dann lache ich einfach und bei dem Lachen geht mir so ein Flocken, wirklich so ein Böck, geht mir einfach auf die Menükarte drauf. Und alle haben es gesehen. Alle haben es gesehen, das ist richtig gross. Und er hat extra mit dem Blut gehabt, vertrocknetes Blut und noch so ein... So ein Nasenhaar, ja, das so verklebt ist. Sicher nicht. Sicher. Auf jeden Fall, ich habe mich dann so geschämt. Ich habe einfach nichts mehr geredet. Ich habe so... Und nicht traut. Und nachher Leute, und es hat noch so eine Rückseite gehabt. Ich habe nicht gewusst, was machen, weil wirklich, es war so peinlich gewesen. Also für mich. Ja, logisch. Und dann habe ich das... Jeder hat... Habe ich also die Bühnekarte so krass wenden, dass der Böck so gross war, dass man ihn einfach gehört hat, wie er so auf den Boden geht. Ist so... Tuck! Und da habe ich so behindert angeschaut. Und das war für mich so peinlich. Der ist noch irgendwo gelandet beim Essen oder so. Nein, es ist so peinlich. Also ich habe mich wirklich geschämt, obwohl mir sehr wenig peinlich ist. Ich habe mich so geschämt. Ja, das ist wirklich... Das ist, nein. Der Böge. So dumm, Mann. Der Böge. Einfach, weißt du, ich habe einfach so... quasi die Menükarte will ich hin und hat sie so mit Schwung so geschossen mit der scheiß Böck von dem weg und du gehst so auch wie der Böck so mal er kommt einfach so irgendwo an. Irgendwo so. So geil. Wirklich geil. Ja, das war so ein peinlicher Moment von mir. Das war wirklich ein sehr peinlicher Moment gewesen. Ja. Aber es hat auch niemand darüber geredet. Und ich bin eigentlich so eine Person, die gerne über die Situation so noch einen Witz daraus macht, so, oh, was Skandal, Schürat oder so, einfach so zum die Stimmung lockern. Ja, ja. Aber dort habe ich mich einfach nicht dran. Das war so peinlich. Keiner hat einfach ein Wort von dem verloren. Und dann habe ich auch so angenommen und so gedacht, weh, Mann. Crazy. Was hast du für eine peinliche Story zusammen? Das nimmt einfach eine von mir. Was? Nein, ich habe ja dir nachher das weitergeleitet gerade.
Ich weiß aber hey, nein, Mann. Nicht. Nein, der Kaugummi dort weg, Mann. Der ist schon riesig. Ey. Hey, nein. Es hat eigentlich nichts mit Familie oder sonst etwas zu tun, aber mir ist das wohl gerade in den Sinn gekommen. Ich habe... der Shisha. Nein, das ist... Ja, das ist auch lustig, aber... Nein, mehr etwas richtig Peinliches, was mir passiert ist. Und zwar... ich war in der Berufsschule, ich war übrigens Autolackierer. Mhm. Und... Wir haben keine Ahnung, warum ich in der Berufsschule Turnen hatte. Also, sorry. Und in dieser Lektion hat der Turnlehrer, es war nicht mal der Turnlehrer, doch, das war ein Turnlehrer, extra ein Turnlehrer. Es war schönes Wetter und er so, gehen wir Velo fahren, eine Tour machen. Mhm. Ich hatte gerade an der Limmat Schule gehabt. Mhm. Mega, mega schön, weißt du? Dort, wo es extra ist, weißt ja, du, wo du schon kannst. Genau. Und wir sind so easy, weißt du, und ich kann, und für Velofahrer haben wir jetzt uns nicht mehr so umziehen, was für mich ein Fehler war, weil ich bin ein Typ Mensch, ich schwitze richtig, wirklich. Also, ich schwitze überall, es ist von minus 10 Grad und ich schwitze. Und zusammen, ich habe beige Hose angehabt. Velo. Kennst du die Geschichte? Mhm. Kennst du sie? Ja, das weiss ich, weiß, glaube ich, jetzt jeder, was kommt. Was? Nein. Und ich muss mir Velo fahren und ich merke langsam, mein Arsch wird richtig nass, weißt du? Er wird richtig nass. Ich so, fuck, man, ich schwitze, das sieht man. Und wenn der Arsch schwitzt, das ist richtig gruselig. Ja, vor allem ihr Mann, ich habe noch nie einen Schweißarsch gehabt, glaube ich. Also, sorry, ich habe richtig heiß bekommen. Und natürlich, wo ich das gewusst habe, habe ich noch heißer bekommen, wegen dem Adrenalin. Easy Tour fertig. Und wir noch nach der ja noch eine Lektion gehabt, steige ich ab. Und ich habe die ganze Zeit probiert, meinen Arsch zu verstecken, bis ich ihn selber gesehen habe. Weißt du? Und dann irgendwann. Und du hast wahrscheinlich noch so ein enges Poloshirt angehabt mit. Ja, ich weiß nicht, wie jetzt so aussieht. Ja, früher habe ich mich richtig eng angelegt, so ein bisschen eleganter. Sagen wir, bis ich. Mich gesehen haben dort, hat so eine Tür gehabt, recht gute, weißt du, du hast dich wirklich können anschauen, dreh ich mich um. Mein Arsch, Alter, der Rhythmus, der richtig nass, so richtig nass, richtig nass. Und ich habe einfach nicht gewusst, was machen. Ich schaue in meinem Rucksack, sehe ich, ich habe noch so ein Jäckchen drin gehabt. Ich habe die Jacke einfach so da gebunden und alle haben mich gefragt, was machst du wieder? Zieh die ab, weißt du? Und ich so, nein, es ist Style und so. Es hat richtig scheiße ausgesehen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Doch, Sam, das ist sicher also nicht schlimm. Mit dem so Arsch, mit dem schweissbadeten Arsch, Alter, überall rumlaufen. Ja, weißt du, ich bin glaube auch so, wenn ich einen würde sehen, würde ich jetzt nicht so schlimm finden. Doch, Sam, ist schon schlimm. Außer das sieht so aus, als hättest du in die Hose gepisst. Nein. Nein, es hat so nicht so ausgesehen, aber es ist auch ein verschwitzter Arsch mit einem beige Anzug. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es irgendwie schlimm, ja. Ich finde es irgendwie sehr komisch. Ja, aber ich verstehe dich schon. Es sind so die peinlichsten Momente. Es gibt sicher noch peinlichere Sachen, die ich... Also was mir mal bei dir peinlich passiert ist, also vor dir ist mir auch fast nichts peinlich, aber wir sind in der Kennenlernphase und dort... Leute, sorry, aber dort hockt man ja noch so auf der Schoss und so, weißt du noch früher? Ja, so ja, ich und ich war auf dem Schoss vom Nani drauf. Gewesen. Und ja, halt das, was man halt so macht, so ein bisschen umschmusen. Und nachher stehe ich auf, Leute, in seine ganze Hose war voller Blut. Oh mein Gott. Weißt du noch? Und er hat so. Und er, die Hose ist voller Blut und sein T-Shirt war aber so weit oben. Stimmt. Und ich bin aufgestanden, ich sehe einfach. Ich habe einfach meine Tage bekommen. Voller Blut. Und ich habe meine Tage so wie ein Blutbad. Auf jeden Fall auf der Hose alles voller Blut. Ich so. Und dann stand ich so auf. Als hätte ich ein Bulle oder so. Und er hat es nicht gesehen. Ich so, fuck, ich sage jetzt einfach nichts. Ich habe mich so geschämt. Das war relativ am Anfang. Na, fix. Ja, das war wirklich ganz am Anfang. Scheiße, ich so, fuck, was soll ich jetzt sagen? Nichts. Er hat zum Glück sein T-Shirt runter, da hat es dann nicht mehr gesehen. Nein. Dann geht er ins Auto. Und ich tue ja immer so, und er auch, er tut immer so Tütli beißen. Mhm.
Und nachher, ich weiss noch, du bist so im Auto und hast die ganze Zeit... Weißt du, du hast es einfach auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich blühe irgendwo, habe ich gesagt. Ja, er so irgendwie, hey, ich blühe irgendwo, ich bin voller Blut und so, weißt du. Ich habe einfach nichts gesagt. Bis ich da. Wieso schon? Leute, ich schwöre, seine Hose ist richtig blutig. Scheiße. Und er hat es einfach, oder hast du es gecheckt? Nein. Er hat es einfach nicht gecheckt. Ich so, keine Ahnung, Mann, weißt du, keine Ahnung. Der Bier, so, ich weiß genau, warum du so viel Blut hast. Und dann habe ich ihm daheim gesagt, weil der ist noch so ein Hypochonder, der hat wahrscheinlich seine Eier blühten. Ja, ey, chill jetzt. Luxio. Hast du gedacht, deine Liste ist gebrochen oder so? Nein, ich bin so dumm. Bevor ich dann daheim war, habe ich es dir gesagt. Ja, ich sage selber so, ich habe deine Hose getragen, ich habe voll meine Tage bekommen. Aber ja. Es ist eigentlich, also doch, es ist sehr also peinlich, weil es ist schon grusig. Irgendwie. Es war auch am Anfang. Halt. Ja, es war am Anfang war ich so, sorry. Nein. Crazy. Aber ja, das war so ein der peinlichste Moment. Und, also ja, wir haben jetzt noch ein paar andere Storys erzählt. Ja, fix. Die Eltern und so. Ja, ist geil. Aber ja, ich denke, so eine Fahrt, so eine 34-minütige Fahrt, füllt einen coolen Podcast an. Ja. Habe ich richtig cool gefunden. Lustig. Ja, lustig wieder mal ein lustiger Podcast. Ja. Aber ich könnte ja gerne noch ein paar andere also Themen, einfach so, es muss ja nicht immer nur ein ganzer Podcast mit einem Thema sein. Ja, einfach, dass man ein Thema in einem Podcast oh mein Gott, erwähnt. Wie zum Beispiel, wie haben wir unsere Eltern kennengelernt. Ja, voll. Aber ich muss so etwas sagen, wegen dem Eltern kennenlernen. Du hast meine Eltern... Nein, ich habe Nali eine Überraschung gemacht, weil unsere Eltern uns noch nicht gekannt haben. Weißt du noch? Sie haben sich gegenseitig nicht gekannt. Ja, also das heisst, ich habe es im Oktober gesagt, 2016. Mhm. Im April hat mein Vater dann den Nali kennengelernt und erst im Juli 2017 dann. Irgendwie so, ja. Ja, im 2017 Juli, wo er Geburtstag hatte, Nali, haben sie, unsere Eltern sich kennengelernt. Ich habe ihn einfach überrascht. Ich habe einfach organisiert, dass unsere Eltern sich treffen, sich dort kennenlernen. Die ganze Familie war da. Meine meine Schwester. Und nachher, ich so zum Kreller, ja komm, gehen wir uns Felix. Ja, Kaffee okay. Felix. Das weiss ich nicht. Gehen wir eins trinken, ich habe noch etwas geplant und so. Sind wir dort an und nachher hast du einfach unsere Eltern da. Ja, und dann hat er voll, schön gewesen. Hat richtig gebrüllt. Nein, gebrüllt habe ich nicht. Sicher. Ja, nein, Mann, hey, ich nicht, Mann. Sicher nicht, Mann. Ich habe nicht brüllt, ich habe einfach Freude gehabt. Bleib mal ein bisschen, auch Männlichkeit kann auch brüllen, Mann. Ich habe gar nicht wegen Männlichkeit, aber ich habe nicht brüllt. Was tut das so? Du tust so, ey. Was? Du tust so, als wäre alles so ein Grinch gewesen. Nein, aber ich habe nicht brüllt. Sicher hast du brüllt, Mann. Leute, der hat sich kaputt brüllt. So scheiße. Du wirst dich nicht drauf zeigen, er hat sich kaputt brüllt. Scheiße. Und ja, das wollte ich noch schnell hinzufügen, ja, wegen Kennenlernen von der Familie. Schön, schön. Und das war mega schön gewesen nachher. Das stimmt. Aber ja, Sam, ich denke, wir haben es für die Folge. Für die Folge. Und, ich habe es nicht so gemacht. Und also ich mal, das Mikrofon kannst du einfach auch drehen. Und dann gehört man mich nicht mehr fast. So. Zum Beispiel. Aber egal. Auf jeden Fall, ich denke, das ist so ein cooler. Und ich glaube, wir sind alle da draussen schuldig, die den Podcast feiern, dass wir vielleicht entweder zwei in dieser Woche postet, online stellen, oder nächste Woche dann am Montag nochmal eine. Ja. Weil so geht es definitiv nicht weiter. Ja, und ja, ich würde euch ein bisschen sagen, eben, was ja, für schreibt auf, was für Themen ihr am liebsten haben wollt. Auch auf Instagram. Oder was für einen Gast, vielleicht hat er Bock auf einen Gast. Ja, auf einen Gast geht natürlich auch. Nächste Woche wird Juna nehmen und sie sagen nur auch interessant. Aber ja, vielleicht wenn ihr ja Vani oder Mimi oder meine Schwester oder... Vielleicht wollen wir einen anderen Gast, wo wir vielleicht auch... Vielleicht wollen wir unsere Eltern. Ja, irgendwie so etwas. Ja. Okay, mhm. Top.
Dann würde ich doch sagen, es ist 12 Uhr und wir beenden diesen Podcast zusammen. Tschö. Hey, danke vielmals. Es war mir eine Ehre, mit euch wieder näher vereint zu sein. Jazz zusammen. Love you guys.